richtig erkannt. Hier ertönt ein Song von Michael Jackson. Das Repertoire der Gymnasialkapelle Blech reicht von Popsongs über Jazz bis hin zur Filmmusik. Aber auch klassische Big Band Songs können die 26 Mitglieder spielen und treten manchmal bei Prozessionen auf. Die Jungs und Mädels sind zwischen 13 und 18 Jahre alt. Zur Trompete kam es so, die Trompete spielt meistens immer Melodien. Und ich liebe es einfach, wenn ein Lied oder die Musik einfach fesselnde Melodien hat. Und früher wusste ich einfach, ich wollte Melodien spielen. Und dann halt Leute damit fesseln. Wenn man die Musik hört und es fühlt, ist es ein komplett anderes Gefühl, als wenn man es spielt. Wenn man es spielt, dann ist man richtig drin und macht einfach noch mehr Spaß. Doch nicht alle Musiker kommen aus Vechta oder vom Gymnasium Antonianum, wo jeden Freitagnachmittag geprobt wird. Die Schüler kommen teilweise von der Liebfrauenschule und der Ludgerus-Schule. Ja, also ich habe in der dritten Klasse, also vor 7 Jahren, damit angefangen. Und zu der Zeit gab es von unserem örtlichen Musikverein so eine Ausstellung, weil die Mitglieder angeworben haben. Und dann habe ich angefangen. Das gemeinsame Musizieren macht den Teenies Spaß und genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hilft bei Lampenfieber. Denn bei den 4 bis 5 Auftritten pro Jahr fühlt sich keiner der sogenannten Blechis alleine. Ich konzentriere mich einfach nur, dass ich die Noten sauber spiele und einfach gar nicht. Also ich sitze ja hinten und dann sehe ich ja die meisten Menschen, die ja sitzen, gar nicht. Und das ist auch ein weiterer Vorteil. Die Gymnasialkapelle hat übrigens eine lange Geschichte. Von einer Pause zur Zeit des Zweiten Weltkrieges abgesehen, gibt es sie nun seit 130 Jahren. Dirigentin Sigrid Hellmann ist seit 3 Jahren dabei. Die Stimmung zwischen den Musikern ist sehr gut. Die Jungs und Mädels helfen sich bei schwierigen Passagen auch mal gegenseitig und geben den kleineren Tipps. Dass man so neue Freunde kennenlernt, neue Personen einfach. Also wir machen ja nicht nur hier die Probe, wir fahren ja noch woanders hin und dann lernt man auch neue Leute kennen. Die nächste längere Fahrt geht in diesem Sommer nach Schweden. Dort wird die Gruppe ein Platzkonzert geben und bei einer Parade mitmarschieren. Die Reise wird mit Hilfe von Sponsorengeldern finanziert. Weitere Infos gibt es auf www.blech-fechter.jimdo.com oder auf Facebook.